Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ich bin hier heute nicht alleine, wir sind bei Mega Mobil und haben mir kompetente Unterstützung von der Mona geholt. Und ich würde sagen, Mona, was ist das für ein Fahrzeug? Ich stelle dir einfach ein paar Fragen. Okay, das ist ein Mega Classic 600 mit elektrischem Hubbett. Genau, und das Ganze seht ihr dann gleich nach dem Intro. Mona, ich habe gesehen, 4x4, Offroad, ja. Würde ich sagen, verspricht es, geht es, ist es okay oder nicht so okay? Also das ist jetzt ein MAN-TG 4x4 mit 177 PS und Automatikgetriebe. Das funktioniert im Offroad-Einsatz. Dieses Fahrzeug hier ist jetzt noch nicht höher gelegt, kann man aber entweder mit Cycle-Fahrwerk oder Höherlegung noch höher mit Green Monkey. Okay, das heißt, dann haben wir die Bodenfreiheit, dass wir auch durch die Felsen, sage ich mal, durchkommen. Und wahrscheinlich hast du auch eine bessere Komfortfederung dann, wenn es dann mal ruckelig wird. Genau. Cool. Wir gehen jetzt mal rein, aber die Trittstufe, die ist ja hier nochmal irgendwie höher. Mhm. Warum ist das so? Das liegt daran, beim 4x4 MAN oder auch VW Crafter wird die Kardanwelle eigentlich nach innen verbaut, anders wie beim Sprinter. Und dann hast du so einen Kardantunnel sozusagen, wie man es früher kannte. Somit verlierst du 10 cm Innenstehhöhe. Mhm. Merkst du dann, 680er MAN-TG könnte man mit super Hochdach bestellen. Okay. Dann wird das wieder ausgenommen oder man gewinnt das wieder dazu. Und hier, wenn du dann eintrittst, wirst du merken, es wird jetzt gleich etwas geringer. Genau. Aber weißt du, welche Höhe wir ungefähr haben? Circa, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber so 1,82, 1,83. Gut, das könnte mir jetzt eng werden. Wir gucken mal, ich bin 1,83. Probier's gerne mal. Ja, okay, dann gehe ich mal schon mal rein. Und? Ja, tatsächlich. Also du hast recht, das müssen 1,83 sein, weil ich stehe tatsächlich genau drin und meine Haare berühren schon oben. Schau, jetzt komme ich mit 1,63. Ja, perfekt. Man muss einfach nur dich dabei haben, würde ich sagen. Genau. Was ist das Besondere von dem Fahrzeug? Also wir haben hier, ich habe gesehen, die Dinette. Mhm. Die Sitze sind wie immer drehbar wahrscheinlich, genau. Das ist ja klar. Also das heißt, dass das Essen und so weiter und das Leben findet wahrscheinlich hier vorne statt. Genau. Ihr habt so ein Bedienpanel. Mhm. Wie ist das dort? Smart-Fähigkeit? Also ja, du hast eine App, du kannst dir Werte abrufen, du kannst es aber nicht übers Handy zum Beispiel das Licht steuern. Das funktioniert nicht. Das ist ein Simarin-Panel. Mhm. Drüber ist euch bestimmt bekannt, ist das Truma iNet-X-Panel. Genau. Genau. Aber du kannst nicht Lichter steuern über App oder Handy dann. Okay, super. Ich sehe auch, hier ist ein Fernseher verbaut, das heißt, Satellitenschüssel wird wahrscheinlich auf dem Dach sein oder beziehungsweise kann man das dann per Internet ja auch Internet-TV nehmen. Ganz ehrlich, ich bräuchte jetzt keinen Fernseher drin. Es wird mittlerweile gestreamt und das alles. Es ist jetzt drin im Fahrzeug, als Messefahrzeug auch natürlich, dass man sieht, es ist möglich. Mhm. Aber wir machen eigentlich nur noch WLAN-Antennen oder Stream oder Starlink etc. Satzschüsseln auf dem Fahrzeug ist schon eher. Und das ist auch zuverlässiger, glaube ich, über Starlink gerade. Genau. Ne? Da hast du ja viel mehr Möglichkeiten. Genau. Okay, also ich merke auf jeden Fall, hier ist es ein bisschen enger, sag ich mal. Klar, der MAN, der ist ja auch ein bisschen schmaler. Genau, für als so ein, ich sag mal, Fiat oder aus der PSA-Gruppe. Aber man kann auf jeden Fall bequem durch. Das ich sehe schon. Strom und so weiter ist alles da. Das heißt, wir haben hier schon Ladedosen. Ich denke mal, das ist auch normal. 230 Volt. Du hast ausreichend, im Megamobil hast du immer ausreichend Steckdosen, 230 Volt, sowie USB-Anschlüsse und an der Dinette. Hinten im Bereich sind nochmal ausgiebig, genauso wie im Bad. Was wichtig ist, zu dem hier zum sagen, im Gegensatz zu den großen MANs, hier hast du halt wirklich die Tatsache, das Bad ist gegenüber dem tiefen Kühlschrank, der sind die zwei tiefsten Punkte im Fahrzeug und somit wird das natürlich deutlich schmaler. Mhm. Auch richtig hast du erkannt, dass es nach oben schmaler wird. Hier reden wir gegenüber PSA-Fahrzeuge von ca. 8 cm in der Höhe, wo es sich verjüngt. Pro Seite auch die Küchenzeile. Okay, das macht natürlich eine Menge aus. Klar, Stauflächen werden ein bisschen kleiner. Ich gucke nur mal rein kurz, aber ihr seht das zum Schluss übrigens in den Bildern.
die Stauflächen sind auf jeden Fall noch ausreichend. Ja. Das würde ich schon sagen. Man kriegt schon was rein. Viele fragen dann zum Beispiel, warum verbaut sie nicht den Kühlschrank hier vorne? Dann haben wir das Problem, wir haben hier Megamobil immer ein patentiertes Bad. Das ist auch so unser Stolz, unser Megamobil-Bad. Ja. Wenn wir jetzt den Kühlschrank hier vorne in die Küchezeile verbauen würden, kommen wir noch breiter. Sprich, ich nehme mir noch mehr Gang. Deswegen ist der bei uns hier positioniert. Aber der ist ja auch ganz gut, weil ich habe das auch gerne, dass ich rechts davon bin und dann gleich das reinschnippeln kann. Also vor allen Dingen habe ich hier oben ja noch eine kleine Ablage. Genau. Du hast auch hier nochmal eine Auszugsmöglichkeit. Genauso, ich sag immer, das ist so ein Mülleimerfächchen hier. Und das kenne ich von unserem Malibu. Von draußen hast du dann nochmal einen kleinen Biertisch, wo du ausziehen kannst. Wir sagen immer Biertisch. Ja, das gehört und auch genauso so eine kleine Durchreiche hast du im hinteren Bereich. Jetzt schauen wir uns das Bad an, Mona. Mhm. Da stehen wir gerade drin. Man sieht mich ganz gut in der in so einer Spiegelung, aber dahinter sehen wir irgendwie den Duschbereich. Genau. Also hierbei handelt es sich darum, um eine Plexiglastüre, die eine Spiegelfolie drauf hat. Mhm. Sie macht uns immer wieder ein bisschen Probleme, dass sie sich irgendwann mal anfängt, an den Kanten zu lösen. Sie wurde dann eine Zeit lang aus dem Programm rausgenommen. Die Nachfrage ist aber doch immer wieder so hoch, dass wir es jetzt wieder reinnehmen. Mhm, okay. Wenn ich ehrlich bin, bei der Beratung spreche ich jetzt nicht gerade unbedingt dafür, weil ich genau weiß, es kommt eine Reklamation. Okay, gut. Also muss der Kunde das im Prinzip selbst sich entscheiden, ob er das haben will oder nicht. Gut. Ansonsten, ich sehe auf jeden Fall, das ist eine große Dusche. Da kann man auf jeden Fall vernünftig gut in Ruhe duschen. Klar, das Dachfenster ist jetzt nicht direkt da. Das heißt, für große Leute würde ich sagen, kommen wir da tiefer in der Duschwanne? Ja. Kommst ein bisschen tiefer. Ich muss dazu sagen, beim 6 Meter MAN ist das Bad gedreht. Ja. Also bei den großen Fahrzeugen, beim 680er, ist die Toilette auf der Seite und die Dusche hier. Und ein wichtiger Punkt ist, das Bad ist dann ungefähr hier. Sprich, das kommt wieder weiter raus. Ah, okay, gut, verstehe. Also beim Classic ist es gedreht worden, spiegelverkehrt und nach innen rein, einfach aus dem Grund, dass wir hier noch genügend Platz haben. Okay, wie sieht das mit der Toilette aus? Also hier ist eine Klesana drin. Das ist eine Klesana verbaut. Genau. Dann kann man wahrscheinlich das auch wechseln in eine andere Toilette. Ja, wir haben die Möglichkeit, ab Werk das Bad ohne Toilette zu bestellen. Und dann kann man natürlich Biotoy, Trilino, Ogo, wie sie alle heißen, beliebig verbauen. Natürlich muss es von den Maßen passen, das ist klar. Wobei, wenn die Klesana reinpasst, ich empfehle immer die Biotoy, die passt überall super rein, auch von der Sitzhöhe. Mein Empfinden ist, dass die Klesana jetzt hier doch enorm hoch ist, weil einfach die Duschwanne nach unten. Ach so, wegen den Beinen, die dann da rumbaumeln sozusagen. Also okay, die baumeln dann oder du stellst sie dir gegenüber, gegen die Wand. Oh ja, also das, ich zeige euch das nochmal. Das heißt, da gegen die Wand dann stellen. Auch ein guter Tipp. Wir sind ja erfinderisch. Genau. Ja, sonst sehe ich halt hier einen Rolloschrank. Genau. Dann kann man den zumachen, gerade im Offroad-Bereich ist das ja, dass das nicht gleich rausfliegt und so weiter. Du hast gerade noch mir gesagt, dass die Innenraumbeleuchtung jetzt ein bisschen eine Änderung hat. Und zwar indirektes Licht. Ja. Magst du was dazu sagen? Wir haben jetzt ganz neu bei Megamobil Ambientebeleuchtung, die dimmbar ist, separat im oberen Bereich dimmbar, sowie im unteren Bereich. Dann also gerade vorne auch bei der Küchenzeile ist es dann durch unten bei der Küchenzeile und im Bad nochmal unten am Fußboden. Das ist alles separat dann dimmbar. Wow, das ist cool. Das heißt, dann kann man sich ein bisschen muckeliger machen oder halt, wenn man ein bisschen mehr Licht braucht, dann Attacke Volldampf. Genau, ein bisschen romantisch oder Arbeitseinstellung. Genau. Das heißt, das ist dann im Prinzip über den Schalter dann regelbar. Du hast zwei Schalter vorne und kannst das regeln und von hier hinten kannst du dann auch das Licht hier links und rechts unterhalb vom Schrank steuern. Prima. Ah, sehr gut. Dann haben wir noch das Bett. Das habe ich gesehen, da ist so ein Schalter dran und auch ein Schlüssel. Ja. Oben in der Ecke, Marcel, wenn du das mal zeigen magst. Genau, da. Das heißt, man kann das auch nochmal hochfahren, damit wir hier hinten in den Kofferraum besser rankommen. Du kannst es von hinten steuern. Dann sind wir gleich weg. Moment, wir kommen gleich von unterhalb wieder. Genau. Ich tue dir schnell soll ich dir helfen? Die Kiste, das ist lieb. Genau. Super, und dann können wir das hochlassen und dann ist das die Heckgarage. Für ein 6 Meter Fahrzeug ist sie doch relativ groß. Ja. Wir haben es abgeändert, wir sind auf Hubbett gegangen, wo wir das normale Bett drin hatten. Ja. Zum Rüberklappen war doch dieser Schrank bis hierher, weil du die Auflagefläche brauchst. Mhm.
um das Bett hochstellen zu können. Und man sieht deutlich, die Heckgarage gewinnt dazu, indem wir elektrisches Hubbett verbauen. Ja, auf jeden Fall, klar. Man kann hier dann auch die Fahrräder theoretisch reinpacken. Also wenn man das von der Höhe her einhält, genau, das muss man halt aufpassen. Diese Zwischenabschottwände kann man rausnehmen, die muss man nicht drinnen haben. Dann kann man auch vielleicht mit dem Rad weiter vor. Wir selber haben die auch draußen, weil dort ist unser Hundeplatz. Da ist so die Hundestube. Ja gut, okay, dann muss es da hin. Ansonsten habt Riffelblech, sehe ich halt. Das ist ein bisschen dann robuster wahrscheinlich. Das ist jetzt ein Kundenwunsch oder auf Kundenwunsch verbauen wir das. Gerade wenn jemand, wir haben auch Modelle, wo ein Motorrad hinten reinpasst, wo doch mal eher was dreckig werden kann, dann kann man das machen. Und dann ist auch die Befestigung sozusagen so stark. Genau, wir haben bei Megamobil die Möglichkeit, Verzurösen zu nehmen. Die werden dann mit der Karosserie verbunden. Ah, weil doch, wenn ein Motorrad drinnen sein sollte, dann brauchst du natürlich eine gute Verbindung. Da reichen Airline-Schienen oder Fiamma-Schienen einfach nicht aus. Die würden dir das alles rausreißen. Deswegen gibt es solche Punkte bei Megamobil, wo mit der Karosserie befestigt sind. Okay, sehr gut, cool. Heizung ist vorne oder ist die hinten? Die Heizung ist vorne unter der Dinette. Okay. Auf der Seite Wassertank hier. Wahrscheinlich. Nee, da haben wir die Elektrik verbaut. Sehr gut. Auch dort haben wir jetzt neu, dass wir Victron-Geräte verbauen. Ja, die harmonisieren ganz gut zusammen. Genau, das funktioniert super. So wie Laderegler, Ladebooster ist alles jetzt in Serie mit drin. Und auf der Seite ist dann haben wir dann die Wassertanks, genau. Gut, Marcel, magst du nochmal schauen? Einmal, also Revisionsöffnung, klar, wahrscheinlich da hinten ist noch eine Revisionsöffnung. Genau. Sehr gut, zum Reinigen. Megamobil hat auch immer eine Druckwasserpumpe verbaut. Ah, da ist der Wasserdruck fürs Duschen auch besser dann. Und für die Frau, weißt du, die Haare. Ach, die Haare Shampoo. Der Frau. Gut, ja, da haben wir ja nicht so viel Erfahrung mit. Bei uns reicht das tatsächlich eine normale Tauchpumpe, aber für uns ich kann das verstehen. Das schon eine wesentliche Erleichterung. Super. Und funktioniert gut, genau. Ich würde sagen, wir schauen nochmal nach vorne und dann stelle ich nochmal zum Thema Autarkie ein paar Fragen. Ja, Mona, du hast mich gerade noch auf was gebracht, nämlich solche Dämpfer. Das ist ja auch, das sieht man ja nicht alltäglich. Was sind das für Dämpfer und wofür sind sie da? Der Grund hierfür ist, wir haben ganz lange überlegt, was können wir denn hier machen, weil die Original, wie sagt man, Türstopper, Türhalter, Türbänder, die gehen beim MAN hier entlang. Also, ach so, und dann hast du halt hier so ein Möbelbau. Jetzt habe ich wirklich das Problem mit Möbelbau. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn? Hat ewig gedauert, bis wir die Lösung hatten. Was ist passiert ohne diese Dämpfer? Geht sie zu weit auf? Schlägt auf bei Wind. Und irgendwann haben wir gedacht, das muss möglich sein. Und ganz wichtig war es für uns, dass wir eine Lösung finden, nicht neue Löcher in das Auto machen zu müssen, sondern schon bereits vorhandene Schraublöcher verwenden zu können. Und darunter was ist was. Was wir dann hier gemacht haben und hier. Dann Dämpfer und jetzt geht das natürlich ganz fein. Und auch von selber wieder auf. Und dann geht das wieder auf, gut. Genau. Ja, das ist natürlich dann prima gelöst. Können es aber auch aushängen, aber meistens ist der Bedarf dafür nicht da. Von dem her ist es jetzt sauber gelöst, keine Bohrung extra mehr ins Fahrzeug reingemacht worden. Prima. Dann haben wir jetzt noch die Sache mit dem Autarksein sozusagen. Also wir haben ja ein Offroad-Fahrzeug hier und das Fahrzeug sollte natürlich ja dann auch ein bisschen länger mal unterwegs sein können. Wie sieht das hier aus? Was ist so batteriemäßig und Solar? Ich denke mal, Erweiterung geht ja immer, aber was bietet ihr da so im Prinzip hier an dem Fahrzeug? In erster Linie ist natürlich wichtig, dass man mit dem Kunde erstmal ein Gespräch führt. Wo ist der Bedarf da? Wo sind die Ansprüche? Für was muss der Strom abgedeckt werden können? Sprich Föhn, Sandwichmaker etc. Dafür ist natürlich Beratung wichtig. Das Fahrzeug hier hat jetzt eine 150er Lithium-Batterie drin und eine Solaranlage. Da ist immer was möglich. Wie viel ist wirklich nach Bedarf eruierbar? Wahrscheinlich auch vom Dachplatz ab und so weiter. Aber das könnt ihr dann dementsprechend ausmessen und variieren und so weiter. Genau, kommt auch auf die Dachhauben drauf an, welche wurden optional gewählt, welche sind in Serie verbaut, dass man hier das richtige Setup findet. Euch findet man in Österreich, das weiß ich. Wo genau? Bei Bregenz. Bei Bregenz, also kurz nach Lindau, nach der Grenze. Okay, super. Und Webseite habt ihr auch? Ja, das ist www.megamobilcampervans.at. Perfekt, super. Also da könnt ihr auf jeden Fall in Kontakt treten und da werdet ihr dann auch auf jeden Fall eine super Beratung bekommen und eine individuelle Beratung. Genau. Ich würde sagen, wir schauen uns das Fahrzeug nochmal von vorn an, denn da gibt es auch was Besonderes.
Einmal das Fahrzeug noch von vorne. Man sieht auf jeden Fall, ihr habt hier einen starken Bügel. Genau. Was ist das für einer? Der ist von der Firma Delta 4x4, ein Frontbügel. Und den kriegt man ab Werk, habe ich gehört. Den richtig? Kann man jetzt ab Werk bestellen, genau. Okay. Ansonsten, Licht, habt ihr was gemacht? Nochmal, das Fahrzeug hat LED-Tagfahrlicht oder Scheinwerfer in Original. Ja. Hier sind jetzt aber noch zusätzlich Laserlamps verbaut. Und ja. Oben auch, habe ich gesehen, da gibt es eine genau, ganze Bar. Genau, oben noch eine LED-Lightbar. Genau, und dann habt ihr noch für den Offroad-Bereich sozusagen so ein Rüssel sozusagen. Den könnt ihr theoretisch auch anbauen oder individuell genau. Für den Kunden dementsprechend genau. mit dem absprechen. Wird ja benötigt für Wasserdurchfahrten oder für Sand. Und das kann man individuell dann bestellen. Ja, cool. Also, schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Ich sag vielen Dank, gerne. Dass du uns das Fahrzeug, ich sag mal, zusammen vorgestellt hast, weil, ne, wenn wir jetzt so reingehen, ist es ja immer ein bisschen was anderes. Wir sehen vielleicht gewisse Dinge nicht und von daher ist das immer sehr hilfreich. Gerne. Vielen Dank, Mona. Ich wünsche dir eine tolle Messe noch und wir sehen uns auf jeden Fall bestimmt demnächst mal wieder. Das freut mich. Für euch alles Gute. Wir wünschen euch alles Gute. Ihr passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschüss. Tschüss.